Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich fahre heute mal mit beim Kollegen hier, bei der Kollegin hier, als Beifahrer. Und wir machen mal hier den ganzen Fahrzeuge beim Arbeiten. Immerhin fahren vier Fahrzeuge und zwei Schwatten und zwei Sammeln und bringen das ganze Gelumpe zur Heutrocknung. Was jetzt im Großen und Ganzen klappte, da wo ich drin saß, hat er einen Baum umwickelt gehabt und fuhr nicht. Und nun würde ich ein bisschen überwachen, dass nicht nochmal passiert. Tja, das ist Feld Nummer 38, unsere neue Wiese für das erste Jahr. Nächstes Jahr müssen wir sehen, aber Gras bitte hier nicht rein. Ich will ein bisschen gucken mit Fruchtfolge, also nächstes Jahr kommt woanders halt Gras rein und wir werden hier was anderes reinsehen. Also hier zum Herbst meinetwegen hier Raps reinbringen oder ja, am besten, ja, Raps ist ja ganz gut. Müssen wir schauen, ob das auch in der Fruchtfolge ganz gut klappt. Nach dem Gras, ich denke mal schon, das heißt hier präzise ist. Ein bisschen wird noch anders nebenbei machen, hier Fruchtfolge. Wir haben jetzt Gras drin, also wir hatten Mais, ja, Gras. Und jetzt will ich mal gucken wegen Raps. Weizen. Wenn Raps 1%. Sonnenblumen 1. Wiener Mais für 1,4. Kartoffeln wäre ungünstig. Oder wie auch. Pappel hatte ich mal neulich mal nicht gewusst, also nicht vergessen gehabt. Gras, wieder Gras, Zuckerrüben. Also Weizen wird am meisten bringen, Gerste. Dann werden wir Weizen einsehen hier. Nach dem Mais. Und nach, können wir gleich mal gucken. Wir haben noch Felder mit Raps. 2. Weizen wäre ganz gut. Gerste, Hafer. Auch einmal Hafer rein, ne? Haben wir nicht so oft. Hier ist das mit den Früchten nicht so dramatisch. Wir haben hier keine Produktion, wo wir das brauchen werden. Deswegen ist es hier erstmal nebensächlich. Wir haben aber jetzt Felder mit Sonnenblumen. Weizen haben wir aktuell. Wir haben ein Feld mit Weizen. Das heißt, hier mal Weizen einstellen. Das ist hier oben mal egal. Nicht ganz so dramatisch. Weizen. Wir haben Sonnenblumenfelder, haben wir auch zwei hier und Soja haben wir noch. Gut, da kann man Weizen nehmen, ne? Also wäre ganz gut und nach Weizen werden wir hier, am Einfeld mit Weizen haben wir ja. Getreide, Baumwolle geht ja hier so nicht. Da könnte man Raps nehmen. Also Raps wäre ganz gut. Und nach Sonnenblumen wäre Weizen ganz gut, Hafer, Raps für noch mal neu. Dann haben wir Hafer zweimal, das wäre schlecht. Dann nehmen wir Gerste. Also nächste Mal nehmen wir Hafer, Weizen, Gerste, Raps. Und Gras. Ja, nach Weizen, Gras. Oder da, wo jetzt die Sonnenblumen sind, kommt auch Gras einbringen, ne? Sonnenblumen. Oder Mais. Ja, Gras für Not, ne? Also grob jedenfalls, ich wollte mal sehen. Meine kriegen ja relativ viel Gras raus. Also vielleicht müssen wir nächstes Jahr kein Heu machen, ne? Wenn wir dazu sagen. Dann können wir auch was anderes machen. Beziehungsweise wenn man richtig Geld verdient, dass wir da auch mal ein Feld kaufen können. Vielleicht die Wiese unten, ne? Die Wiese als reine Wiese behalten. Also aktuell scheint es zu laufen. Sammelwagen, die haben zu tun. Aber wie gesagt, wir haben auch ein Problem mit unserem mit Heutrocknung. Das ist das hier. Die steigen gehe ich. Mit langen Fingern. Weil
Gras füllt sich relativ schnell. Was gehen würde, wenn wir auf 5 einstellen würden. Aber ich möchte hier noch düngen. Das heißt, wir haben es noch Frühling auf 5. Ach, können wir 5 riskieren. Denn jetzt ist er bald trocken, ne? Trocken wird es nicht. Aber die Heutrocknung wird dann so ein bisschen schneller und wir werden das Gras entsprechend dann verarbeiten können. Denn es ist doch verdammt viel Gras hier, muss ich sagen. Ne? Ja, ich hoffe, dass alles passt. Hintergrundmusik, taktormäßig, nicht so laut ist. Ist ein bisschen schwierig. Also ich muss doch einen Monitor über mir machen vielleicht. Über mir. Und dann kann ich das besten überblicken. Ne? Dann muss ich mir rechts schauen. Ne? Muss ich mal sehen. Ich da am besten mache. Muss ja auch am besten irgendwo hinkommen, ne? Also anbauen. Ja. Um das Regal ein bisschen weiter, dann kriege ich gucke wieder so. Ja. Rechts ist auch ungünstig in Anführungszeichen. Muss ich mal sehen. Umbauen wollte ich hier eigentlich bei mir. Ich habe ein bisschen Chaos zur Zeit. Irgendwann mal beigehen und aufräumen. Bin ich leider kein Freund für. Gebe ich ehrlich zu, ich habe für Aufräumen keine Ader. Ja, das sieht gut aus. Manchmal machen wir gerade schon viel Gras auf einen Haufen, machen wir ein bisschen weniger. Der Krone steht aktuell noch rum. Den werden wir näher Richtung Hof fahren. Das scheint zu laufen. Klopf auf Holz. Ja. Meine Sorge ist hier, dass ein Abfahrer die anderen hier über den Haufen fährt, weil die kreuzen immer die Wege. Das ist meine Sorge. So. Sehr laut, ne? Wie gesagt, meine Lautstärke ist ja nicht unbedingt eure Lautstärke. Das ist das ganze Problem. Ich muss nur nach der Digitalanzeige gucken, dass es im gelben Bereich ist. Und natürlich ist innen drinnen wieder andere Geräusche als außen. Ne? Und mein Eye-Tracking funktioniert auch nicht so richtig, weil er meckert immer wegen dem zweiten Monitor. Wegen Duplizieren. Da meckert er etwas, da mag er nicht so. Und ich habe es aber eingestellt in einzelnen Modus. Aber trotzdem mault er jetzt, wenn ich beide anhabe. Was ich einstellen muss. Ungünstig, ne? Ja gut, kann man nichts machen. Ich habe noch Beste hoffen, dass funktioniert. Meine Augen still halte. Oder ich muss es mal deaktivieren, das geht auch. Mache ich auch nicht ungern, weil ich hab's ja mal gekauft, ne? Möchtet ihr auch nutzen. Muss aber gleich reparieren und waschen und wegstellen. Der Düngerstreuer ist bereits da und der muss nachher, sobald wir also mit Fahrzeug oder ohne Fahrzeug. Ja. Ja. Ich denke, heute Nacht wird unsere Sonnenblumen wachsen und so, ja. Beim Nachbarbauern sicherlich auch. Ja, reparieren wir auf jeden Fall bei 10%. Wir werden bald wieder mähen können und müssen dürfen. Aber dann mache ich ein bisschen anders, da werde ich mal sehen. Hauptsächlich vergesse bis daran nicht, wenn ich alles machen will. Tanken wir mal auf. Tolle Diesel, ne? Ich hoffe, der Diesel in der Heutrocknung reicht. Ja,
Und da. Danke, Kenny. Der Tank nicht. Das ist schlecht. Tank hier nicht. Das ist ganz schlimm. Ah, wir haben kein Geld. Deswegen. Ja, die zahlen nur wegen Bares. Ja, also. Das ist mir einer hier. Na gut, dann wollen wir das Geld pumpen. Ne? Oh Gott sei Dank, geht das nicht. Ich habe beinahe das Fahrzeug verkauft. So. Könnte auch eine Anzeige kommen, ne? Die braucht Geld, ne? Und dem ist nichts. Ja, reparieren muss ich auch Geld haben, ne? Also deswegen. Ja, das bringt ja nichts, und unfertig wegstellen. Gibt's nur Ärger. Na, 304 Euro. Hier ein bisschen beeilen. Weil hier kommen die anderen Fahrzeuge vorbei. Und da wollen wir ja nicht im Weg stehen, ne? Ich denke mal, wird reichen. Müssen. Was können wir hier konfigurieren? Felgenfarbe, Breitreifen. Arbeitsbreite, ne? So, dann fahren wir mal Unterstand. So, ich wollte schon hier vorne probieren, das ist auch eine Tankstelle. Müsste auch funktionieren normalerweise. Das bietet sich an, hier vorne rechts gleich, in der ersten, zweiten Bahn, neben den Gewichten. Ne, ich wollte noch eine Garage einfahren. Ah, Platz in der Garage. Lohnzahlung, ja. Ich hab vermisst. Dann können wir gleich mal eine Fuhre Heu rausfahren, ne? Ich hoffe, die anderen keine Dummheiten machen, das ist meine größte Sorge. Häng fest. Ich habe mich verwachsen. Dazu ein bisschen bei der rechts fahren. Oder sagen. Gibt's doch gar nicht. Die goldene Scheiße läuft wieder. Die goldene Scheiße. Wir werden mal gleich so fahren, dass wir von vorne reinkommen, also nicht von hier, sondern von vorne, weil und falls einer kommt und so wieder rausfahren können, ne? Das wäre nämlich äußerst ungünstig. Wir jetzt plötzlich zu viel Heu hätten, ne? Und dann plötzlich sagen würde, ja, kein Platz mehr,
Einführung wird eh eng mit Gras, ne? Das ist ganz schön voll. Eine Million geht rein. Los. Haben immerhin schon ein bisschen Heu. Unsere Heutrockner gehen mit etwas. Unsere Mischverderfabrik gehen 500.000 rein. Und das möchte auch so sein, ne? Silage haben wir noch. Wir haben noch ganze Silo voll Silage. Dann können wir das Mischfutter, was noch rumsteht, noch verarbeiten. Dann können wir das wegnehmen, stehen lassen. Kann er wieder arbeiten. Okay, nochmal 80.000 Mischfutter. So. Geht zum... Ja. Wo geht's hin? Achso, unser Mischfutterwagen. Wo liegt da gleich im großen Stall rein, im kleinen hier nicht. Das wäre zu schade. Da, wo die unsere Bullen sind, ne? Da wird es hinstellen. Ich habe ja vier männliche Tiere. Und die sollen ja gedeihen, ne? Dann steht da unter Dach und Fach. Ich habe halt ein Video gesehen, live, mit richtigen Maschinen, wie sie das machen. Mitschwoller, also das macht ja ein bisschen mehr als gut, alles fertig. Gegenverkehr, Gegenverkehr, Platz machen. Die Büsche rein hier. Wie gesagt, das sind große Faktoren, die fahren über den Haufen. Ne? Und Blocking heißt, der ist fertig. Wie werden wir den Fahrzeug erstmal aus dem Verkehr ziehen, also prinzipiell hinstellen, ausmachen und dann zum Blocking-Fahrzeug gehen, über die Karte. Dann haben wir da. Ausmachen, ne? Entlassen, dann ist er aus, so. Und wie man sieht, fertig. Ich auch. Dann fahren wir den mal zurück Richtung Hof. Das gleiche mit Waschen. Tacken glaube ich nicht. Aber Reparatur. Der war auch noch ein bisschen, der hängt hinterher. Ja, also so sieht ganz gut aus. Ja, das ist ordentlich. Die erste Spur wurde nicht gemäht, gesammelt. Ja, warum auch nicht? Sehe ich gerade so. Müssen wir nacharbeiten, ne? Also das ist halt kein Thema. Aber irgendwas ist immer garantiert, ne? Oder sie sind noch nicht so weit, das kann auch sein. Nee, da brauchen wir so viel, kriegen wir so viel Heu raus. Das ist Wahnsinn. Ja, Heu. Ja, dann müssen wir noch die Lageballen machen. Also das ist ja auch nichts, ne? Das ist ja Wahnsinn. So, liebe Schauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefreut hat, würde ich mich freuen über jedes neue Abo. Natürlich auch über jedes neues Like. Ich weiß, ich will es nicht so oft sagen. Im Grunde für mich ändert sich nichts. Nur ist das eine kleine Anerkennung, was zu sehen ist. Ne? Dann sagen wir tschüss und ciao, ciao. Bis denn. Ja, bis denn, bis zum nächsten Mal. Hoffe ich jedenfalls. Ne? Tschüss.